beamt alles rein, so. Bzz, bzz. Grüße, Bürger. Ups. Er spricht erstmal und dann siehst du. Grüße, Bürger. Wo die Maus ist. Und dann kannst du darauf gehen. Wie gesagt, sobald du aus dem Bildschirm raus bist, ist das die Animation hier weg halt. Hm? Genau so. Das. Ich setze ihn auf, wenn ich muss. Ah, da gehst du raus. Da guckst du mal. Dann geh mal raus. Du solltest doch da längs. Dahin. Grüße, Bürger. Mahlzeit, Bürger. Wollen Sie auch einen Keks? Nein. Ne. Na gut. Selbst wenn ich es könnte, warum sollte ich das tun? Das ist zu Hause. Das ist. Wo muss ich denn hin? Du musst in die Ministeriumsabteilung. Oder soll ich wissen, welche das ist? Naja, ein Schrotthaufen wird es ja nicht sein. Dann wird es das sein. Eine Bar wird es auch nicht sein. Hier wird es doch sein. Auch wenn ich das jetzt so nicht kenne, aber kommt trotzdem so Kindheitserinnerungen hoch, ne? Wenn man so dann erzählt, oh, ich hab das gespielt, oh, ich hab das gespielt. So. Die Lautstärke ist aber echt krass. Und jetzt? Ja, jetzt gehen wir mal. So laut hast du das? Ja, tierisch laut gewesen. Entschuldigung. So, jetzt gehen wir mal. Wohin gehen wir? Grüße, Bürger! Hier ist mal wieder euer aller Freund Omnibrain aus dem Omni-Paradies, wo die Sonne stets scheint und jeder Bürger strahlt, als sei er gerade von einem Glücksdroiden bei maximaler Lachstufe erheitert worden. Nein, ich, aber nicht doch, denn in einem solchen Falle müsstet ihr euch sofort ein... Kann ich deine Landeerlaubnis sehen? Seische Bürger, ich habe sie gleich hier. Zumindest sollte ich sie gleich hier haben. Tut mir leid, Bürger, aber ohne Erlaubnis kannst du nicht abladen. Ach komm schon, Bürger, sei nicht so. Ich bin doch jeden Orbit hier. Ich bringe sie dir morgen vorbei. Das verstößt gegen die Hafenverordnung. Du kriegst sie doch morgen und niemand weiß davon. Doch, ich, Bürger. Ich würde nicht mehr in den Spiegel sehen können. Hör mal, ne? Freund. Warte, was? Wir sind doch beide erwachsen, nicht? Stimmt. Wir beide wissen, dass manchmal Toleranz erforderlich ist, um weiterzukommen. Ich verstehe nicht, Bürger. Ja, tust du mir einen Gefallen, dann tue ich dir einen. Du willst mich doch wirklich bestechen, Bürger. Was hast du gesagt? Du weißt, dass Bestechung vom Omnicorp-Angestellten ein Weisungsverstoß ist, Bürger. Ach, Bestechung. Sieh es als Zuckerguss auf einen ansonsten langweiligen Kuchen. Du bietest mir Backwaren an, wenn ich dich abladen lasse? Nur, dass ich das in meinem Bericht richtig schreibe. Kann ich jetzt abladen oder nicht? Hast du die Landeerlaubnis? Das hatten wir doch gerade schon. Ich sagte doch, dass ich sie wohl verlegt haben muss. In diesem Fall kannst du nicht abladen, Bürger. Hör mal, Bürger. Weißt du, was ich hier geladen habe? Ich nehme an, dass du wie immer Biopräparate fliegst. Exakt. Biopräparate. Kannst du dir vorstellen, was mit 40 Tonnen Chemie geschieht, wenn sie falsch gelagert werden? Sie werden wohl verderben, Bürger. Wieder exakt. Und weißt du, was mit mir geschieht, wenn 40 Tonnen Chemieprodukte unter meiner Obhut verderben? Du wirst wahrscheinlich nach Cygnus Alpha geschickt. Glaub mir, Bürger, das wäre mir gar nicht recht. Ich gebe zu, dass das recht unschön wäre, Bürger. Aber Bürger, es muss ja nicht geschehen. Hast du die Erlaubnis gefunden? Bürger.
Bürger. Was? Fährst du den Frachter bitte weg, er versperrt die Einfahrt. Ich kann nicht einfach zurückfahren. Das mag ja sein, Bürger, aber das ist kein Parkplatz und daher verstößt dein Fahrzeug gegen die Parkverordnung. Schick dir die Verordnung sonst wohin. Ich werde dein unbotmäßiges Verhalten einem Vollstrecker melden müssen, Bürger. Das würde ich dir nicht raten, Bürger. Vor 3 Orbits hast du einen Fehler auf meine Landeerlaubnis übersehen. Das ist eine Verletzung der Dienstpflicht. Willst du mich etwa erpressen, Bürger? Sagen wir einfach, dass mir bei einer Befragung sicher einiges einfallen wird. Auch wenn ich vielleicht deine Bemerkung übergehen werde, kann ich dich trotzdem nicht abladen lassen, Bürger. Hast du denn keine wichtigeren Dinge zu tun? 22 Wachter warten darauf abzuladen, Bürger. Das können sie aber nicht, solange deiner den Weg versperrt. Und meiner rührt sich nicht, bis ich die Fracht abgeladen habe. Ich kann ihn entfernen lassen, Bürger. Nicht ohne entsprechende Papiere in dreifacher Ausfertigung. Na, wie lange dauert es wohl, 70 Seiten dreimal auszufüllen, Viele Orbits, Bürger. Siehst du sein? Diese Vorgehensweise wäre gewiss ungünstig. Also, ich lade jetzt ab und verschwinde aus deiner Einfahrt, bevor du "Ich liebe Omnibrain" sagen kannst. Das wäre vernünftig. Endlich. Aber ich kann es nicht zulassen. Ich fass es nicht. Du kennst die Verordnung, Bürger. Ich glaube, ich muss mich setzen. Oh, komm schon. Nein. Bitte. Nein. Das ist doch sinnlos. Du sagst es, Bürger. Fährst du dein Schiff jetzt weg oder nicht? Nein. Weißt du, du bist wirklich ein Ärgernis, Bürger. Das kann ich dankend zurückgeben. Wollen wir den ganzen Orbit hier stehen bleiben? Du stehst, ich sitze. Nein. Er steht doch noch. Ich werde gewaltigen Ärger kriegen. Dann gehen wir zusammen nach Cygnus Alpha. Muss wahrscheinlich da runter, ne? Oh, komm, Warnes geht nichts nicht hin hier. Wenn du es tust, Warnes, komm nicht rein. Es gibt zahllose Weisungen, die sowas ausdrücklich verbieten. Nenni. Der Pilot zankt sich mit dem Docking-Controller, womit er gegen ziemlich viele Weisungen verstößt. Okay. Es gibt 4 Weisungen, die sowas ausdrücklich verbieten. Ich habe deine Vergehen aufgeschrieben. Meinetwegen. 1. Was kann ich für dich tun, Bürger? Ich habe euer Gespräch zufällig mitgehört. Wo liegt denn das Problem? Nichts, was dich betrifft. Dieser Bürger hat keine Landeerlaubnis dabei. Ich muss dringend meine Biopräparate abladen. Beruhigt euch, Bürger. Lehrt die Omnibibel uns nicht, unsere Brüder und Schwestern zu lieben und zu ehren? Wer sagt, dass ich das nicht tue, Bürger? Ich ehre und liebe diesen geschätzten Bürger. Sehr freundlich, Bürger. Ich liebe dich auch. Aber ich muss jetzt abladen. Mit oder ohne Erlaubnis. Das ist ja ein echtes Dilemma. Schönen Orbit, Bürger. Ich höre nicht zu. 2 ja, kann man da einen Omnicorp-Angestellten zu bestechen. Kann man da irgendwo hinter? Da hoch? 3 ja. Versuch, denselben zu erpressen. 4 Anflug ohne korrekte Landeerlaubnis. 5 Verrat. Oh, hier rein. Wie ist Hauptverein? Zutritt nur für Befugte. Ja, das sind wir ja nicht. Gut, dann gucken wir mal weiter. Vielleicht irgendwie hier irgendwo? Nee, also wir müssen erstmal in die Stadt, denke ich mal, rein. Achso. Zum Metro. Hast du doch da drüben, wo ich gesagt habe? Ja. Hörst du überhaupt zu? Wie bitte? Grüße, Bürger. Echt cool gemacht. Das ist super. Also für die für die Verhältnisse von 1992 nice. Ja. Und jetzt? Was machen wir? Ja, wir können ja hier rumlaufen, ne? So. Können wir mal anklicken. Man muss immer aufpassen, wenn sich was bewegt oder sowas. Müssen wir gucken. Da kann man zum Beispiel rein. Sie ist verschlossen. Oder auch nicht. Sie ist verschlossen. Ja.
Neues. Oh, Telefonzelle. Ja, aber da telefoniert der eine. Mal fragen. Wir sollen ja zum Ministerium, sollen wir ja, ne? Mhm. Mit Auge? Was? Mit Auge? Aufgepasst, Bürger! Unwissenheit ist keine Entschuldigung. Ruf doch mal an. Omnicom. Kannst du da wie benutzen? Ich finde es schön da, wo es ist. Ja, also wenn dann benutzen. Mhm. Ja. Du bist unfassbar. Ich kann ohne dich nicht mehr leben. Ich sehne mich so sehr nach dir. Oh, oh Gott. Auch. Schnulz. Oh, du sagst so schöne Dinge. Du gibst mir das Gefühl, begehrenswert. Verzeihung, Bürger. Ja? Ich wollte nur fragen, ob es noch lange dauert, denn ich bräuchte die Zelle mal. Das ist ja unfreundlich. Kannst du nochmal anklopfen? Wo sind die Maus hin? Oh, ich liebe dich. Bürger, ich finde, du bist schon ziemlich lange da drin. Gibt es eine Weisung, die das Vitfonieren verbietet? Vitfonieren? Tatsächlich besagt Weisung 642, dass... Tja. Okay, da kommen wir so nicht dran. Da müssen wir aufhören. Natürlich nicht. Nur du. Für immer und ewig du. Oh Gott. Dann gehen wir wieder weg davon. Ja. Oh nein. Okay. Da drüben geht's zu Omnibild, Metro Prime und Zeitschrift. Wir müssen aufgepasst, mal gucken. Aufgepasst, Bürger! Exklusiv in der Metro News! Holt sie euch hier! News! Neu ist der Metro! Je! Auf, ich hab's hier irgendwann noch was. Neue Metro! Kannst du in die Richtung laufen? Da hinten hoch. Ministerium. Oh, willkommen im Ministerium. Melde verstärkt. Erstmal angucken, Frau. Mit dem Auge. Ein reizendes weibliches Alien, das frisurenmäßig leider völlig daneben liegt. Claudia Schiffer. Na. Was? Verzeihung, Bürger. Wie kann ich dir helfen? Ich wollte zum Chef. Hast du einen Termin? Man hat mich herbestellt. Wie lautet der Name? Floyd. Wie flott nur mit langem Oi. Tut mir leid, Bürger. Ohne Termin kann niemand den Minister sprechen. Oh. Jetzt hast du deine Sachen. Aber man hat mich doch herbestellt. In diesem Fall hätte ich gerne einen Termin. Ich muss da rein, ich krieg sonst ernste Schwierigkeiten. Ich muss da rein, sonst kriege ich ernste Schwierigkeiten. Tut mir leid, Bürger. Wenn du nicht auf der Liste stehst, kommst du nicht rein. Der Minister ist ein vielbeschäftigtes Alien. Wie komme ich auf die Liste? Du musst einen Termin machen. Also gut, ich hätte gerne einen Termin. Für jetzt gleich. Kleinen Moment, bitte. Ah ja, hier. Wäre es in 37 Orbits genehm? In 37 Orbits? Bis dahin bin ich ausgelöscht. Herzliches Beileid, Bürger. Vielen Dank, Bürger. Du warst eine große Hilfe. Nice. Na toll, und nun? Ja, kannst du vorbeilaufen hier? Nee, ne? Hat vielleicht jemand abgesagt? Nein, tut mir leid, Bürger. Ich gebe dann schon mal meinen Grabstein in Auftrag. Was hältst du davon? Es war nur ihre Schuld.
Du bist nicht durchorganisiert, Bürger. Das ist dein Problem. Du meinst, ich hätte vor 30 Orbits einen Termin für ein Treffen machen sollen, von dem ich erst heute erfahren habe? So läuft es im Allgemeinen. Das gibt's doch gar nicht. Stress, meine Migräne. Hier, nimm die, Bürger. Was ist das? Relaxo 4. Die wirken Wunder. Okay. Ach, so läuft das. Man kriegt die Sachen unterm Tresen. Ah, muss ich mir merken. Die sind gut. Kann ich noch eine haben? Die sind nur für Notfälle gedacht. Ich denke, ich kaufe mir welche. Einen schönen Orbit. Ja, dann müssen wir die irgendwie austricksen, mal die Frau. Das würde gegen eine Menge Weisungen verstoßen. Ja. Kannst du ihn da drüben angucken? Irgendwelche Absagen? Leider nein. Okay, es geht nur bei ihm. Dankeschön. Guten Orbit. Oder müssen wir da raus? Ups. Dann müssen wir mal gucken, dass wir an dem vorbeikommen. Hallo? Achso. So. Melde Verräter an die Verrätermeldestelle. Aha. Eieiei. Aussichtsturm. Oh, Sterngucker. Ich kann es benutzen, um die Wunder der Galaxis zu bestaunen. Ja, guck mal. Oh, ups. Hallo. Ich glaube, das war das, glaube ich. Aber irgendwas kann man da bestimmt machen, oder? Ja, man sieht die Galaxis, ne? Oh. So, gibt's halt noch irgendwo was. Sternguckerkarte ist da auch noch. Diese APAS-Kartenmaschine ist offensichtlich eine Falle, um minder bemittelte Verräter zu fangen. Kein treuer Bürger würde einen Security-Pass kaufen, der seinen Rang übersteigt. Krieg ich da eine Karte raus? Kannst du mal gucken? Kein treuer Bürger würde einen Sicherheitspass kaufen. Okay. Achtung, Vakuum. Okay. Ich kann die Luftschleuse von hier aus sehen. Das kann ich nicht. Okay. Sie verkauft Sternkarten dieses Sektors für einen Credit. Ich finde es schön da, wo es ist. Bevor ich sie benutzen kann, muss ich zuerst einen Credit bezahlen. Ja, und wie muss ich das machen? Grüße, Bürger. Wir haben kein Geld. Ach so. Müssen wir auch noch Geld holen, okay. Da geht's nicht für nix. Müssen wir unten noch gucken, wo wir Geld herkriegen. Da geht's ja nicht weiter. Nee. Da ist ja ein Zaun.
So, Minibar ist da drüben. Jetzt hier runterwärts noch. Also hier so in die Richtung. Ich habe nichts zu beichten, was Sie nicht schon wissen. Wenn ich da reingehe, verschwende ich nur wertvolle Konzernzeit. Ah, okay. Also was zum Beichten. Guten Orbit! Ich habe nichts zu beichten, was Sie nicht schon wissen. Wenn ich da reingehe, verschwende ich nur wertvolle Konzernzeit. Ups. Komm mal da rein. Grüße, Bürger. Diesem Bürger gehört der Laden hier. Grüße, Bürger. Wie kann ich dir helfen, Bürger? Naja, ich halte Ausschau nach etwas völlig Neuem. Ich glaube, da habe ich genau das Richtige für dich, Bürger. Wirklich? Sie heißen Charisma X. Charisma X? Genau. Sie sind quasi illegal. Sind die gut? Wie wirken die denn genau? Wofür steht das X? Wofür steht das X? Für extra stark und extra wirksam, selbstverständlich. So gut sind die? Bürger, die Kleinen hier sind ganz groß. Versteh mich nicht falsch, aber du wirkst mir ganz so wie der scheue Typ. Hab ich recht oder hab ich recht? Scheu? Naja, ich weiß nicht. Okay, okay, vergiss scheu. Schüchtern? Unsicher? Unentschlossen vielleicht? Ich weiß nicht. Ich meine vielleicht. Wie kommst du darauf? Irgendwann nimmt jeder Vernunft an. Ach, jedenfalls ist Charisma X für Leute wie dich ein absolutes Muss. Vielleicht nehme ich lieber Träume im Dunst. Ja gut, Charisma X ist ja was Illegales, hat er gesagt, ne? Ja. Aber vielleicht kann man das irgendwie verwenden, weißt du, für andere Leute. Dann nimm mal was mit. Na gut, ich nehme sie. Eine weise Entscheidung, Bürger. Nur leider gibt es ein Problem. Und welches? Uns ist die Ware ausgegangen. Na toll. Allerdings erwarte ich eine neue Lieferung. Genau genommen hätte sie vor 20 Klicks hier sein müssen. Ja, der Dings hier, dann komme ich später wieder. Tu das, Bürger. Ich leg dir eine Flasche zurück. Der Russe unten ist das, der dich abladen kann. Der hat das Geschäft hier. Okay. Wahrscheinlich. Das heißt also, er braucht auf jeden Fall die Erlaubnis dafür zum Abladen. Die werden wir wahrscheinlich auch irgendwo herbekommen. Bürger von Metro Prime. Hätten wir nur einen Zeitschriftenladen, ne? Ja. Zu gut, was da noch gibt, Zeitschriftenladen. Um euch daran zu erinnern, dass ich jeden eurer Schritte zu eurer Neues der Metro News! Exklusiv, nur in den Metro News! Es ist ein Weisungsverstoß, sinnlose Konversation zu betreiben. Hol dir deine neue Metro News! Geh mal hin und... Der Bürger verkauft die hiesige Orbit-Zeitung Metro News. Was? Eins den Ball? Neues der Metro News! Es ist ein Weisungsverstoß, sinnlose Konversation. Die ganze Galaxie für einen Kredit! Metro! Das würde gegen eine Menge Weisungen verstoßen. Mach mal dann die Hand zum Aufnehmen. Wenn ich das täte, wäre ich schneller auf Cygnus Alpha, als ich liebe Omnibrain sagen kann. Okay, dann gehen wir hinter die Hecke. Hol dir deine neue Metro News! In die Hecke. Jetzt hier hinten vielleicht, da ist was. Da war eine Hand. Ja, da war dieses, die Animation zum Laufen. Das heißt, da muss irgendwas sein. Mal gucken mit dem Auge und so. Nicht sehr interessant. Was wir aufnehmen vielleicht? Das kann ich nicht. Wasser? Ich möchte sie nicht. Okay, schade.